Jo Leute und willkommen zu der Teamvorstellung der Victorious Snifies in der UDL. Ich werde dieses Video allein machen, damit Zero genug Zeit hat, das Spiel noch durchzuspielen, weil wir nämlich beide nicht weit genug für den Mega-Armreif sind. Und ihr seht ja schon, im S-Rang haben wir Mega-Lucario gepickt und das wäre schon ganz schön, wenn wir den Mega entwickeln können. Und da sind wir auch schon beim ersten Pick, Mega-Lucario. Warum haben wir Mega-Lucario gepickt? Eigentlich relativ simpel. Wir wollten einen Threat haben, offensiv gesehen, wo der einfach Power hat, der einfach Kills holt. Und da gab es Sachen wie Kyurem White, da gab es Sachen wie Marshadow und da gab es eben Mega Lucario. Und warum habe ich mich jetzt für Mega Lucario entschieden? Das war tatsächlich eine Sache, da haben wir relativ lang drüber nachgedacht. Aber der Gedanke war einfach, okay, Mega Lucario ist relativ schnell mit 112 Speedbase, also das ist echt schnell. Mega Lucario hat zwar jetzt nicht die Spread Moves, aber dafür kann es mit Adaptability ein Mon direkt weghauen. Und es hat Meteor Mash jetzt bekommen in dieser Generation, was es nochmal um einiges besser macht, weil man jetzt das physische Set mit einem guten Steel Step spielen kann. Jetzt könnte man sagen, ja okay, das macht das Mon gut, aber andere Picks sind auch gut. Ja, aber Cube White haben wir gesehen, okay, 95 Speed Base, das wird von vielen outspeedet, das sind wir vielleicht in manchen Spieltagen dazu gezwungen, in Scarf zu spielen und dann fehlt uns ein bisschen die Power. Oder umgekehrt, wir spielen Damage Boosting Item und dann fehlt uns der Speed, das wollten wir nicht so richtig. Außerdem, wenn wir Spread Move wollen, müssen wir Blizzard drücken, was so unzuverlässig ist, dass wir wahrscheinlich eher Ice Beam spielen würden. Und dann zieht das Argument auch nicht mehr und bei Marshadow ist es so, das ist ja sogar noch schneller als Mega Lucario, aber es hat ein bisschen weniger Durchschlagskraft. Ja, durch Techniker ist es ganz cool mit Hidden Powers und so, aber wir spielen Doubles, da hat man sowieso Probleme mit den Move-Slots und ob ich da jetzt überhaupt Mixed Marshadow in irgendeinem Spieltag haben wollte, ich weiß ja nicht und Shadow Sneak war es dann auch nicht wert. Wir haben Adaptability Bullet Punch, das ist stärker als Techniker, ja, Shadow Sneak und deswegen Mega Lucario hier unser Pick der Wahl. Dann ein Pick, der sehr stark von mir gesteuert wurde. Seht ihr schon, Victini. Ja, warum Victini? Ganz einfach, ich wollte Victini haben. Das ist das Argument, basically. Das ist der Grund, warum wir Victini genommen haben. Ich wollte Victini haben. Und darum haben wir jetzt das Team aufgebaut. Victini ist aber in Doubles sowieso super cool. Ich wollte es unbedingt haben, weil ich unbedingt mal Victinis Fähigkeit für andere Mons als Victini in Action sehen will. Und wir sehen auch schon einige Mons in diesem Team, wie in jedem Team, die natürlich nicht nur mit Genauigkeit 100 spielen und es damit sehr abfeiern, wenn sie einen Victini an ihrer Seite haben. Mega Lucario, dessen High Jump Kick auf 99 Genauigkeit geboostet wird, genauso wie der Meteor Mash. Das ist natürlich beides sehr angenehm. Auch Iron Tail würde einen Genauigkeitsboost bekommen, aber den spielen wir wahrscheinlich nicht. Dann Aerodactyl und Rihornior, die ihre Steinhage und Steinkante geboostet bekommen. Von der Genauigkeit her natürlich nur. Rotom Frost, was sein Blizzard die Genauigkeit geboostet bekommt, was natürlich wieder ein Argument für Kyurem White gewesen wäre. Aber ich habe ja schon gut erklärt, warum wir hier Mega Lucario genommen haben. Und das hat dann auch nicht ausgereicht, weil 77 ist immer noch nicht so viel. Gewaltro, was sein Blättersturm quasi nicht mehr misst. Und ja, eine Menge Stuff. Dann das nächste Mon, auf das ich eingehen möchte, weil es uns an der Stelle schon eingefallen ist, dass wir es spielen möchten, ist Calamanero. Es war unser allerletzter Pick, weil wir nicht damit gerechnet haben, dass das irgendjemand haben möchte, aber wir selbst haben es uns genommen. Zum einen wegen dem Style so ein bisschen, weil die Serpi-Entwicklung haben wir jetzt nicht genommen, sondern dafür Calamanero, ihr wisst schon, Umkehrung. Und es hat noch zwei Sachen mehr, also eine Sache hängt mit Umkehrung zusammen und die andere mit einer bestimmten Attacke, aber das möchte ich jetzt nicht genau sagen, das sollt nämlich ihr versuchen in den Kommentaren zu erraten, warum wir es genommen haben. Ansonsten hat's ja Ally Switch, wenn ich mich nicht irre, was relativ lustig ist, weil dann tauschen die beiden Pokémon in Doubles den Platz und das mit einer Prio, da kann man den Gegner schön nicht sehr effektiv angreifen lassen, wenn man eine gute Typensynergie mit seinem Nachbarn hat. Ansonsten hat es halt die klassischen Moves. Man darf es nicht unterschätzen, weil dann wird es schnell mal mit Superpower oder so zu einer Bedrohung. Und ja, ich kann sehen, dass Melamar auf jeden Fall hier viel Work machen kann. Dann als nächstes Pixie. Pixie haben wir einfach genommen, weil wir
wir spielen so eine Art Pixie-Offense, kann man fast sagen, wenn man so auf unser Team schaut. Also ja, wir haben noch ein paar brückigere Pokémon, aber die hauen alle gut rein. Jedes einzelne Pokémon in dem Team hier haut eigentlich gut rein. Duplate vielleicht noch nicht so sehr, aber an sich haut hier jedes Mon wirklich super viel Schaden raus. Gut, Rotom ist so eine Sache, aber auch das, gerade Rotom hier Frost, ist schon relativ oft auch offensiv und die Coverage mit Eis und Elektro ist natürlich enorm gut. Dementsprechend kann hier wirklich jedes Pokémon sehr bedrohlich werden. Hihi, Bedroher von Garandus und so. Außer Pixie. Und Pixie soll so ein bisschen den Support übernehmen. Das wird wahrscheinlich auch an jedem Spieltag mitkommen, weil wir einfach diesen Support brauchen mit Follow Me. Follow Me bewirkt, für die, die nicht in Doubles aktiv sind, im deutschen Spotlight, dass die Attacke von allen gegnerischen Pokémon auf unser Pixie gezogen wird. Sprich, wir haben ein Mega Lucario dastehen, was zweimal Nahkampf gedrückt hat. Der Gegner denkt sich, okay, das können wir jetzt Revenge killen. Nix da, wir drücken mit Pixie unser Follow Me und der Shadow Sneak oder so geht auf das Pixie und macht halt in dem Fall dann wenig Schaden. Natürlich macht es immer noch den normalen Schaden, den es machen würde. Kann somit auch mal passieren, dass unser Pixie dadurch in einer Runde 60-70% frisst und deswegen nur 2-3 Runden mit Mindgames frisst. Die Sache ist halt die, dann haben wir noch auf dem anderen Pokémon Protect und all diese Spielchen machen es halt schon Pixie möglich, dass es sich auch mal mit Softboiled wieder hochhält oder so. Und außerdem hat Pixie sowohl Unaware, was Setup ein bisschen abschwächt, und es gibt ja schon so ein paar Doppel-Setup-basierende Strategien, gegen die wir uns so versichern, und zum anderen Magic Guard, weshalb wir defensiv gesetupte Pokémon wahrscheinlich One-Round besiegen können, weil wir sie toxiken und sie uns nicht zurücktoxiken können, also können sie machen, passiert halt nur nichts bei. Und deswegen haben wir den zweiten Vorteil, dass wir defensiv setupende Pokémon ignorieren können. Das nächste Pokémon, was wir uns genommen haben, ist Gyarados in der normalen Form, einfach weil in Doubles ist es eigentlich immer so, dass man irgendeinen Bedrohermon haben wollte. Und mein Gedanke war, okay, wenn ich jetzt ein Pixie habe, hätte ich ganz gern auch was, was ich neben dem Pixie setupen kann. Und da habe ich mich für, also Zero war da auch dafür, da haben wir uns für Gyarados entschieden. Ich habe so hauptsächlich das Team gebaut, Zero hat nochmal drüber geguckt, deswegen sage ich manchmal ich, aber es ist natürlich unsere Entscheidung gewesen. Deswegen, ja, war Gyarados relativ schnell entschieden. Man hätte auch Brutalanda nehmen können, aber wir fanden beide Gyarados etwas geeigneter, weil auch um die Elektroschwäche, die Doppelschwäche leichter drumherum zu spielen ist, als um die Doppel-Eisschwäche von Brutalanda, auch wenn man auf das restliche Team schaut. Noch eine Doppel-Eisschwäche, das hätte unserem Team, glaube ich, nicht so gefallen, deswegen haben wir uns hier für Gyarados entschieden. Es kann eben nicht nur D-Dance drücken und gefährlich werden. Es kann auch ein Z-Move, den wir hier draufgelegt haben, um hauptsächlich Z-Sprungfeder zu spielen, sehr viel Druck aufbauen, und der Bedroher ist halt einfach das, was dieses Pokémon gut macht, aber es tankt auch Hits. Es tankt wirklich ein paar Hits. Es hat Sachen wie Donnerwelle, die natürlich auch nicht nur in Singles, sondern auch in Doubles gut sind. Es kann jedes Pokémon protecten und das ist alles ziemlich cool. Um die Elektroschwäche drumherum zu spielen, haben wir uns Rhyperia genommen. Denn das hat Lightning Rock und zieht somit alle Elektroattacken auf sich und holt sich jetzt mal plus einen Spezialangriff ab, was jetzt nicht so viel bringt, aber man kann es sich schon nehmen. Man hätte an der Stelle auch über Mega Skeptile nachdenken können, gerade wenn man sieht den um. Wir haben ja normales Skeptile, aber ich gerade seit, nachdem es mich zweimal in der X-League zerstört hat, kann man sagen, in Hin- und Rückrunde, bin ich großer Fan von Rhyperia geworden. Es hat auch einfach 140 Base Attack, 140, das ist brutalst viel. Außerdem hat es Earthquake und, wie heißt, Rock Slide, und gegen Mega Skeptile hat natürlich gesprochen, dass wir nicht den besten Ladungsstoßnutzer hatten, der natürlich ideal auf der Seite von, also neben Mega Skeptile gespielt werden könnte. Den hatten wir jetzt nicht, also Rotom war jetzt nicht so die beste Wahl und deswegen Rhyperia haut super gut rein, fast schon so ein kleiner Wallbreaker. Und Trick Room wird zu einer Option. Ich meine, wir haben Malamar und Victini, die es rausholen können, wir haben Duplate, Rhyperia, Victini und Malamar, die es nutzen können. Auch Rotom ist jetzt nicht der schnellste
Und dann hätten wir schon 5 Slots, dann packen wir vielleicht einen Pixie daneben oder vielleicht noch ein Mega Lucario, obwohl es schnell ist oder so. Und haben dann quasi so ein Trick Room Team. Ist es nicht mega krass, aber wenn es sich anbietet, Trick Room in Doubles ist ganz cool, weil man ja quasi zweimal angreift, hört man so gesehen doppelt so viele Attacks aus der Zeit des Trick Rooms raus. Und allgemein, Doubles gehen meistens weniger Runden, weshalb der Trick Room natürlich prozentual da länger anhält. Und man opfert ja so gesehen auch nur eine halbe Runde, also Trick Room ist in Doubles, glaube ich, besser ausnutzbar als in Singles. Auch wenn wir jetzt nicht das Trick Room Team haben, wir haben eher viel schnelle Mons, die Kills quasi absahnen sollen, bevor der Gegner das tut. Eine weitere Sache, die man in Doubles in so gut wie jedem Team sieht, also ein bisschen übertrieben, aber die man sich schon ganz gerne mal in Doubles holt, so auch wir, ist einfach schneller Walkslider, um die gegnerischen Pokémon kaputt zu flinchen. Und das haben wir. Ich muss kurz niesen. Mit Aerodactyl. Eigentlich wollten wir Aerodactyl mega picken, was natürlich auch nochmal gegen Mega Skeptile gesprochen hat. Jetzt haben wir das normale. Hat auch Vorteile, weil ich wollte nicht unbedingt 2 Megas haben, weil wenn wir nur 1 haben, hat das den großen Vorteil, dass wir flexibler sind, weil wir können nicht 2 Megas auf einer Seite spielen und das gibt uns so gesehen die Möglichkeit, unsere Pokémon frei zu kombinieren, so wie wir das wollen. Außerdem muss ich dann nicht auch noch das Spiel durchkriegen, wenn wir 2 Megas haben wollen. Ach, schön, dass nur Zero das machen muss. Auf jeden Fall, Walkslide ist natürlich eine Attacke, die drückt man in Doubles einfach. Man hofft, dass ein Gegner flincht, man hofft, dass 2 Gegner flinchen. Man hat halt auch eine ganz gute Chance darauf, weil 30% auf 2 Mons. Da kann man schon ein bisschen mit hexen. Vielleicht spielt man noch einen Kingswalk, weil man ganz lustig ist. Und ich habe jetzt schon das Teambuilding für den ersten Spieltag gemacht. Und ich muss sagen, ich habe da bereits drüber nachgedacht. Ob ich es gemacht habe, sage ich jetzt noch nicht, weil der Kampf fand noch nicht statt und so. Aber Kingswalk, ja. Ich denke, ich werde ein paar Mal diese lustige Strategie nutzen, um die Gegner einfach ihre DS ist das der Plural? Egal, damit der Gegner diese in die Ecke schmeißt und sich aufregt. Ist ein super cooles Mon Aerodactyl. Und ich bin sehr zufrieden damit. Man hätte vielleicht auch da ein Z-Kristall drauflegen können. Aber welchen soll man wegnehmen? Ich meine, Victini mit Z-Kristall, das kennt nur aus Singles, was das Teil macht. In Doubles ist es nicht besser. Gut, Gyarados ist es vielleicht nicht der beste Z-Move-User, weil wir eben auch nicht Dragon Dance plus Z-Move spielen dürfen. Also, da hätte man das auf Aerodactyl packen können. Aber ich dachte mir, dass wir auf Gyarados oft sowieso kein super krasses Item haben werden, weil Sachen wie Anti-Elektro-Bäre sind mehr so Nische, auch Leftovers, weiß ich nicht, in Doubles auf einem Pokémon, was eben trotzdem noch die Doppelschwäche hat, auch wenn wir drumherum spielen können. Und es ist nicht super fett, es ist zwar schon recht bulky, aber so viel tankt es dann auch nicht. Also Leftovers ist dann meistens auch nichts. Damage Boosting Items sind dann auch nur so in, ja okay, ich hatte den Slot. Deswegen dachte ich, okay, da werden wir oft den Item-Slot für die Z-Kristalle haben, wenn wir auf Aerodactyl meistens Live-Orb spielen wollen. Wir wollen vielleicht mal Sash spielen. Wir wollen immer den Kingswalk haben. Der Kingswalk ist immer toll. Also wir werden da wesentlich weniger den Slot für den Z-Move haben, weshalb wir den lieber auf Gyarados spielen. Und Aerodactyl, ja, es ist auch nochmal ein zweiter Flying-Type, weshalb wir nicht unbedingt gezwungen sind, auf Gyarados den Flyroom Z zu spielen. Auch wenn die 60er Base Power Steps ohne die Mega nicht viel Schaden machen. Das ist schade. War aber auch der einzige Snipe, also ich will mich nicht beschweren. Einmal gesniped und das auf dem Slot, wo es eigentlich am wenigsten schlimm ist von allen Mons im Team, kann ich mit leben. Gut, wir waren auch nicht so viele Teilnehmer, aber da wurden andere Teams schon etwas härter gesniped. Kein Team so richtig kaputt wie ich in der Exit-Hinrunde, aber ja. Ich kann voll mit den Snipes eben, dann, also mit dem einen. Dann haben wir Duplate genommen, einfach weil ich schon nochmal einen bulky Steel haben wollte. Dann Shadow Sneak zum Beispiel ist nochmal toll, gerade wenn wir das vielleicht mit Rock Slide kombinieren von Aerodactyl. Oder wenn die Mons schon durch andere Spread Moves gechippt sind, von denen wir einige haben. Auch Victini hat einen, den wir zum Beispiel drücken können, wenn wir neben Pixie stehen, weil das der Burn nicht so viel, weil der Burn das nicht so sehr stört. Oder neben Gyarados.
auch wenn wir das nicht spüren wollen. Genau dasselbe gilt auch für Rhyperia, also der Spread Move. Und müssen wir vielleicht eher mit Protect bei Victini drumherum spielen oder eben mit dem Z Move oder einfach ein anderes Set spielen. Auf jeden Fall durch den ganzen Chip, der zustande kommen kann, oder auch durch die Prios von Lucario haben wir Vacuum Wave, haben wir Bullet Punch, haben wir Extreme Speed, also da haben wir eine Menge Optionen. Alle kommen durch Step und Adaptability auf 80. Und da jetzt nochmal mit dem Shadow Sneak hinterher zu hauen, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und ich finde, Duplate ist allgemein ein sehr starker Lower-Tier-Pick. Auch mit dem SD spielbar, was überraschend schnell gefährlich werden kann. Also da steht das mal neben Pixie. Wir opfern unser Pixie komplett fürs Setup. Da können wir mal schnell plus 6 rausbekommen und dann jede Runde uns einen Kill holen. Und dann steht auf der anderen Seite vielleicht ein Mega Lucario, was sich ja schon ohne Setup jede Runde einen Kill holt oder so. Also Duplate auch offensiv gesehen nicht zu unterschätzen. Und der Bulk von dem Mon ist auch nicht schlecht. Wobei wir eher offensiv ausgelegt sind. Ein anderes Pokémon, was ich in Doubles richtig cool finde, was mich auch in der TTL, die ich geguckt habe, also eine andere Tag Team League, TTL steht auch für Tag Team League, ist Rotom Frost. Rotom Frost ist ein Mon, viele Teams sind weak zu Bolt Beam, das ist klar. Und dieses Mon hat quasi das mit Steps. Ja, es hat nur Blizzard, aber Blizzard in Doubles, gerade weil Victini haben, ist jetzt nicht wirklich bad. Und dann klatscht man dort ein Spags drauf oder ein Scarf oder so. Und selbst wenn der Gegner zwei Mons hat, die gut vom Blizzard getroffen werden und wir missen einen Blizzard und wenn wir beide Blizzards missen und das mehrmals, dann ist es schon echt Betrug. Aber angenommen, wir hitten zumindest einen Blizzard, was im Normalfall der Fall sein sollte, dann machen wir guten Schaden und das reicht uns ja dann schon. Klar, man kann damit nicht so gut taktieren, gerade weil wir das vielleicht öfter mal choicen werden. Auch die bulkigeren Rotom Sets, wer kennt sie nicht, kennt man von Rotom Wash, was das Teil dafür Optionen hat. Das haben natürlich alle Rotom Formen. Es hätte Defog, aber ich bin Davis, come on. Das werden wir wahrscheinlich nie spielen. Dennoch, ich denke einfach, der Blizzard Spam ist nicht schlecht, den nochmal im C-Rang zu bekommen. Das nächste Z-Rank-Pokémon ist Skeptile, also Gewaltro, was sie uns genommen haben. Endlich fällt mir solche Namen ein, jedes Mal sage ich Skeptile, weil ich nicht drauf komme. Ist einfach dafür da, weil ich so die Top-Picks mal durchgeguckt habe, also die Higher-Tier-Picks. Und so viele Mons als Threads mir aufgefallen sind, gerade so Water-Types und so, die ja auch im Draft angesprochen wurden, die Probleme für das Team darstellen könnten, weil wir da keinen richtigen Switch-In haben und die allgemein guten Schaden gegen unser Team austeilen können. Auch wenn wir da durchaus Optionen haben, um dies zu handeln. Halt Pixie, was die meisten Water-Types durchaus handeln kann. Gyarados, was natürlich resistiert. Und so Sachen wie Keldeo oder andere machen da nicht genug. Quatschutzo wurde nicht gepickt, was wir auch mit Pixie handeln könnten. Oder einfach mit offensiver Präsenz. Und das ist auch so mein Gedanke bei Skeptile gewesen. Auch Rocks weak sind wir einigermaßen. Und auch diese Mons können wir schnell killen. Gleiches gilt für Ground, auch wenn wir da drei Immunitäten haben, das somit nicht spammable gegen uns ist. Wir haben auch viele Pokémon, die weak dagegen sind, weshalb Skeptile da ganz cool ist, um eben diese besagten Mons, also Typings jetzt, ich habe da jetzt keine konkreten Beispiele, die gepickt wurden, aber aus unserem Team Rhyperia wäre zum Beispiel auch für uns selbst ein großer Threat, die ganzen Rock Slide Spammer, die Terrakium zum Beispiel, das habe ich doch ein Beispiel, ist ein Mon, das können wir dann halt mit Skeptile schnell rausnehmen, bevor es uns zerstören kann. Und als letztes Melimar, bin ich ja schon relativ früh darauf eingegangen. Hat so ein paar schöne Spielchen mit Mega Lucario und vor allen Dingen mit Victini, die ihr euch mal versuchen sollt, selbst zu erahnen, was es da so kann. Also es hat da so einen bestimmten Move, wenn von euch irgendjemand Balanced Hexmons spielt. Alter, dieser Name. Solltet ihr wahrscheinlich wissen, von welchem Move ich spreche. Ansonsten könnt ihr ja auch mal durch das Moveset von Victini scrollen. Genauer gehe ich da jetzt nicht drauf ein. Und ich würde sagen, bald kommt schon der erste Kampf. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich wie immer sehr von positiver Wertung. Schaut doch mal bei Zero vorbei. Abonnieren, um nichts zu verpassen. Auch ihn. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.